Ich möchte unseren Lesern heute gerne den Gedichtband Zu mir zurück von Rolf Blessing vorstellen. Rolf Blessing wurde 1957 in Mülheim an der Ruhr geboren. Er studierte Verwaltungswissenschaften und Betriebswirtschaft. Der Autor schreibt seit vielen Jahren Kurzgeschichten, Kolumnen, Essays und Gedichte. Sein Schwerpunkt ist und bleibt aber die Lyrik. Er ist in zahlreichen Anthologien vertreten. Rolf Blessings Gedichte erzählen vom starken Willen, zu sich zurückzufinden, von der Sehnsucht nach einem Wiedersehen mit der Natur in Form von Bergen, Wäldern und Gewässern. Immer wieder taucht ein starkes Verlangen nach Bewegung, Freiheit und Natur auf. Der Autor thematisiert die Vielfalt der positiven Aspekte der Natur auf den Menschen. Sie ermöglicht uns, Distanz zu unserem hektischen und von elektronischen Einflüssen überströmten Leben zu nehmen, sich zunächst in der Natur zu verlieren und um sich in sich selbst kehren zu können und ein Wiederfinden zu ermöglichen. Seine Gedichte sind aktuell, wenn man sie auf die Corona-bedingte Zeit mit Zwangsvorschriften bezieht, in der wir in unseren privaten und beruflichen Bereichen eingeschränkt wurden. Gleichzeitig sind seine Verse auch zeitlos. Durch Motive und Vergleiche aus der schönen und atemberaubenden Landschaft und Schöpfung selbst wird gezeigt, dass der Mensch dadurch neue und wertvolle Erkenntnisse über sich selbst schließen kann. Der Autor variiert nicht nur in der Themenauswahl, sondern auch in der Perspektive und lädt uns zu einem Perspektivenwechsel ein. Stillstand und Stillleben ermöglichen, wie der Maler sein Motiv selbst arrangieren kann, wie die Dinge zueinander stehen, wie sie sich im Licht zeigen, wie sie Schatten werfen. Die Gedichte sind auf das innere Ich als Individuum bezogen, auf Schwierigkeiten des täglichen Lebens. Dabei bedient sich der Autor Bildern und Metaphern aus der Kunst-, Natur- und Tierwelt sowie Allzwecksgegenständen. Seine lyrischen Zeilen sind niemals banal, sondern erwecken im Leser Vertrautheit und Nachdenklichkeit. Sabine Pfenner von der Lesebühne sagt über Rolf Blessings Gedichtband: Er beobachtet sein Umfeld mit offenem Herzen. Der Leser spürt die Liebe zum Detail. Er versteht es auf besondere Weise, Situationen und Menschen zu um- und beschreiben. So entstehen Bilder, die betroffen nachdenklich stimmen. Die Redaktion des ZDF kommentiert: tiefsinnig, realistisch, anregend, vielschichtig. Der Gedichtband Zu mir zurück von Rolf Blessing ist in Zusammenarbeit mit der Europa Verlagsgruppe erschienen und ist ab sofort im Handel im Paperback-Format und auch online im E-Book-Format erhältlich.